Tryhard Plus. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zum nächsten Tag hier im Call of Duty Monat. Natürlich ist dabei der Visca Barca. Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Und es gibt gerade eine Nuketown-Only-Playlist in Black Ops 3 und da können wir uns natürlich nicht lumpen lassen, meine Freunde. Das heißt, in diesem Video zocken wir jetzt ein bisschen Nuketown. Mal gucken, wie viele Kills wir hier insgesamt machen. Wir haben schon für die nächsten Tage einiges Rekord, Leute. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber wir haben schon teilweise echt kranke Gameplays und Videos gehabt. Ich bin jetzt erst gespawnt, Digga. Obwohl ich eine PS4 Pro habe, alles klar. Digga, Marcel, das geht hier ab, Digga. Ich hab schon Digga, Marcel, das sind die schlechtesten Gegner der Welt, Digga. Echt? Das, die sind so also okay, Leute, ich muss dazu sagen, ich bin komplett uneingespielt. Das ist wirklich die erste Runde Black Ops 3 seit Wochen. Deswegen versuche ich jetzt echt alles zu geben hier. Um mich direkt instant einzuspielen. Oh nein, mit Nates. Oh mein Gott, Digga, hier ist so viel los schon wieder. Ich weiß nicht, wie ich das alles überleben soll. Oh Gott. Anton, ich bin überhaupt nicht. Nein! 45 Punkte vor V-Set, Digga. Nein, ich hab euch irgendeine Drecksnade. Boah, ich bin sowas von nicht im Modus, Alter. Okay, Drohne, Konter, Drohne habe ich. Marcel, die haben keine Hände, Digga. Wirklich. Echt? Das ist Musik in meinen Ohren, Digga. Also, die kann man echt richtig rape, Digga. Brauch oh mein Gott, Digga, ich bin hinter so vielen. Oh mein Gott, Digga. Hinter dem Auto? Oh Gott, ich muss es so lernen, wieder dieses Spiel zu spielen. Ich komme gerade auch nicht mehr. Oh mein Gott. So viel. Oh mein Gott, warte. Ich hab gleich Reset. Sehr schön, ich bin hinter dir. Oh mein Gott, was hat er geschafft? Noch einer. Oh zwei. Nein, ich bin da. Ah, Digga, schade. Drohne, Konterdrohne habe ich aber. Ey, ich will schon wieder C4 werfen, Digga. Oh mein Gott, ich bin so überfordert, Anton. Aim habe ich, Movement ist tot. Bei mir genauso. Ich komm nicht klar auf das Boost wird. Okay, komm. Hier ist eine Stellung, ich push die. Okay, zwei mit Sturm geholt. Noch eine Stellung. Hab ich. Okay, warte mal eben. Ich spiel erstmal sicher auf dem V-Set einfach. Oh mein Gott, ich bin 200 Punkte vor, warte. Digga, diesen. 40 Punkte. Hab Reset. Let's go. Geil, Marcel. Oh, Digga, das war aber so schwer, Digga. Oh mein Gott. Ich hab auch Orbi und Energie. Sauber. Okay. Oh mein Gott, Digga, es geht so ab, ne? Nein, mein Gott. Ich wurde von. Was? Schluckt der? Der Energiekern ist draußen, Bro. Oh, ich bin down. Digga, wie viele Kills wir schon haben, Anton. Oh mein Gott, Anton, wir haben so viele Kills, ne? Oh mein Gott. Draußen. Komm, ja, ich guck aufs Scoreboard gerade nicht. Lass einfach bis zum Ende nicht aufs Scoreboard gucken, Marcel, okay? Okay. Digga, what the fuck? Da hinten, ne? Das Bauen. Ich hab Konterdrohne reingedrückt. Nice. Oh mein Gott, Digga, Anton. Oh mein Gott. Mit Map. Boah, da sind so viele, pass auf. Alle da hinten in der Ecke. Noch einer in der Stellung irgendwo. Alter, Digga, da. Hab Reset. Oh mein Gott, Anton, was ist das? Noch einer hier außen. Oh, echt. Ich hab keine Muni. Also ich nehm diese XMC, die beste Waffe im Spiel. Ich hab wieder Energiekern, ich hau raus. Sauber. Oder? Ne, kann ich gar nicht. Ah, jetzt. Ja, du drehst dich auch um. Noch einer da? Ja. Also drin im Haus. Oh, Digga, Anton, Alter. Huh! Das war's dann wieder komplett. Das ist die beste Black Ops 3, die ich jemals hatte, ne? Es leidet, Digga. Ich schwör, Leute, das ist halt wirklich gerade unsere erste Runde. Das ist ja halt das Heftige. Wenn wir besser eingespielt werden, Digga. Ich hab Orbi. Oh mein Gott. Ich hab auch noch Orbi auf Lager, ja. Oh mein Gott, Anton, was ist das? Nein! Digga, das war. Ich schwör, was zum Bock, Alter. Ich hab gleich Nuke. Spiel sicher, Marcel. Oh mein Gott, Digga, ich hab ihm so einen Turn-on gegeben, unnachgiebig. Ich hab keine Waffe mehr, warte, ich muss diese HLX aufheben. Hast du eine gute Waffe? Ich hab eine M8, perfekt. Okay, ich hab natürlich jetzt das Aim für eine M8. Ja, Orbi raus hier. Oh Gott, Digga, Gott sei Dank. Ja, ich bin tot, das kann ich nicht überleben, ja, ich bin tot. Ich konnte es nicht überleben, das war so krank, was da gerade los war. Ich guck nicht aufs Scoreboard, du auch nicht, ne?
Nee, ich guck auch nicht. Mach einfach so viele Kills du kannst. Scheiß mal auf Nuklear, Digga, wirklich. Vielleicht können wir hier was richtig krasses machen. Okay, ich push. Stellungspunkte laufen auch ganz gut. Wir müssen gleich auch mal ein bisschen selber Stellungspunkte machen, weißt du? Oh mein Gott, Digga, Anton, ich hätte hier so ein Gameplay machen können, ne? Ich reg mich, es ärgert mich gerade krass, wirklich. Nein. Warte, ich hol den. Hab ihn. Ich hab EMP und Dingens. Wie ist der? Ja. Warte, ich hau raus direkt. Let's go. Mein Gott. Mann! Boah! Let's go! Was steht der da unten oder oben, oder wo steht der denn da? Das hab ich hier. Meine Güte, ey. Nice, Marcel. Oh mein Gott, Digga, kommt der mit Raketenwerfer. So, jetzt, Alter. Digga, die flashen die ganze Zeit, ne? Digga, die flashen die ganze Zeit! Hört doch mal auf, Mann! Ey, das ist doch lächerlich, Alter! Taktikmaske, Drecksklasse, natürlich nicht eine einzige. Ich hab nochmal Orbi und EMP-Masse. Hier. So, let's go, Digga. Man kann easy noch was machen von den Punkten. Es geht so lange, die Runde. Wir müssen nur selber gleich. Oh mein Gott, was ist. Oh. Ich hab alles gechoked, Digga. Ich hab so wenig Kills auch gemacht, nur noch. Digga, was ist die Faro bitte für eine Waffe? Digga, ich werd hier die ganze Zeit geflasht, man, Nate! Marcel, ich hab die aufgehoben, so einen holographischen Visier und sie ist die beste Waffe der Welt, Digga. Ich hab nie so eine heftige Waffe gehabt, Digga. Was ist das? Ein holographisches Visier. Oh, ich hab noch einen Orbi. Ja. Sauber. Mann, wenn ich warm wäre in diesem Game, ich würde jetzt hier das Gameplay meines Lebens wahrscheinlich erspielen. Marcel, ich hab am Anfang, als du aufs Streak warst, Digga, ich hab nur einmal geladen, das glaube ich in der Zeit. Bin die ganze Augen nur gestorben. Ey, Anton, ich aim alles. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Brutal, Bro. Sense. Das ist brutal? Ja. Wow, nein, ich bin gestorben, Digga. Ich dachte, Digga, das ist so belastend in Black Ops 3, ne? Wenn der Orbi weggeht. Ja, wenn der Orbi weggeht, du denkst, er ist noch da. Auf einmal ist er nicht mehr da, Digga. Ja. Bin so reingesprungen, auf einmal war er so urplötzlich weg. Egal. Lass einfach so viele Kills wie möglich machen, Marcel. Zwei Leute noch in Stellung, müssen gleich in die Stellung, Digga. Oder lass jetzt schon mal auf die Punkte konzentrieren. Ja, stimmt. Push jetzt rein. Let's go. Bleib drin. Oder Team jetzt drin. Passt. Alter, wie viele sind hier bitte? Mit Map noch voll viele. Ja, warte. Hast du meine Stellung kurz, ich push kurz. Echt. Guck, dass die gar nicht hierher kommen gerade. Können jetzt hinten spawnen, oder? Nee, noch nicht. Geht, ja, jetzt spawnen die hinten. Nein. Mit dem K ist einer. Boah, ich choke wirklich, Leute. Tut mir leid, ey. Wenn ich warm wäre, wenn es nicht die erste Runde seit Wochen wäre, ich schwöre, ich hätte hier so ein heftiges Gameplay spielen können. Ich muss in der nächsten Stellung bleiben, gerade. Ich bin alleine in der Stellung gerade. Nein! Grünes Männchen holt mich, Digga, mit Shotgun, Brecki. Oder Brecci, wie auch immer, Digga. Grüne Männchen, Alter. Komm, übertrag den Schaden, Mann. Aber wir brauchen weiter Stellungspunkte. Stellungspunkte, ja. Komm, wir pushen das. Ich mach hinten. Ich hab zwei aus der Stellung. Ich räum hinten auf. Okay, wir haben's. Wo ist der Typ? Hab ihn. Ah, jetzt hauen die Raps raus. Jetzt können wir die komplett pushen. Ja, Punkte. Sind wir drin in der Stellung? Wow, zwei. Ne, eine noch in der Stellung. Okay, Team, jetzt haben wir. Wir müssen rein auf jeden Fall in die Stellung. Ich bin drin in der Stellung. Warte. Wo ist er? Ich bin in der Stellung drin, Marcel. Sauber. Ah, die Flash, Alter, die flashen so hart. Ich mach mir auch durch Taktikmasse klasse. Ich sag, das fuckt auch nochmal ab, wie die flashen. Hinter mir, ja, die werfen auch EMP-Granaten, ne? Warte, ich helf dir. Wir müssen die Stellung, damit die Zeit nicht verlieren. Nochmal. Spawnflip? Ja. Okay, nein, die Nate hat mich geholt. Okay, komm. Alter. Okay, komm. Oh, ich mach echt nochmal richtig viele Kills. Jetzt müssen wir die in die Stellung lassen eigentlich. Sag ich so, wenn ich einen so perfekt aus der Stellung raus würde. Ja, jetzt ist gut, wenn die in der Stellung sind. Ich lass ihn in der Stellung. Bist du mit der Sense unterwegs und raves hier alle? Oh.
Digga, Marcel, ich weiß nicht, wie viel Kills ich hab. Ich hab immer noch nicht geguckt, ne? Ich auch nicht. Lass zusammen gucken gleich. Ja. Du hast auf jeden Fall mehr als ich. Und alle? Okay, wollen wir gucken? Oh mein Gott! Oh, belastend, Digga. Mann, ich hätte es auch schaffen können. Wir hätten Back-to-Back machen können. Das ist das Ding, Digga. Alter, Marcel, hätten wir jetzt beide 100 Kills noch Lethe gemacht, ne? Holy shit, Digga. Das, ich hab halt wirklich am Anfang, ich hatte mehr Kills dazu, als ich das erste Mal guckte. Aber ich hatte 23 Kills nach, keine Ahnung, einer Minute oder so. Heftig, Alter. Aber trotzdem, Mann, wir haben zusammen 198 Kills nur mit der Waffe, Mann. Und das Game hätte ja noch ein paar Sekunden länger gehen können, ne? Ich glaube, kein Mate von uns war in der Stellung. Schade, Digga. Krass, Alter. Heftig. So, Leute, ich denke mal, so eine Lobby wie das eben, das wird es jetzt leider nicht mehr sein. Das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Aber wenn ihr so auf so Schwitzen und so Bock habt, da haben wir auf jeden Fall genug für euch vorbereitet in den nächsten Tagen, Leute. Das kann ich euch aber hoch und heilig versprechen. Wow, Digga. I am the real Scythe, Digga. Das wird so eine Scheißrunde, Mann, gegen den. Mann, Digga, wow! Was? Du bist ein Mann! Oh, hier ist der Flammenwerfer am Start. Zünd mich an, los! Ja, mich auch. Ja! Yeah! Er hat mich so abgefackelt, Digga. Ich auch, Digga. Mein Charakter so. Ah! Ja, da hinten kommt schon die Sense, Digga. Gleich steckt sie in meinem Arsch. Ja, danke, dass du mit dem Schlagring zockst, Mann. Da ist er wieder. Er holt mich schon wieder! Martin Schindler fliegt über die Map, Digga, und wirft hart. Wäre eine geile Killstreak, Digga. Sie würden sich mal was Neues ausdenken. Baden switcht in das Pro-Gamer, oder was? Ey, meine Pulsader platzt gleich. Boah. Mein ja, Gott. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall Antons Folge ab, nehmen wir jetzt auch noch auf. Die Runde hat richtig Spaß gemacht. Haut rein, bis morgen und ciao. Ciao.